herzlich willkommen zu diesem Video. Mein Name ist Alexandra Pittner, Mentorin, Coach und Mitgründerin des Unternehmens Train Your Brain, gemeinsam mit meinem Mann Boris, der im Hintergrund steht, deswegen habe ich nach links geschaut. Und zwar möchte ich dir heute gerne etwas mitgeben, was ich mir so erarbeitet habe in den letzten Jahren und wer in einer Transformation unterwegs ist, wer in seinem Wachstum unterwegs ist, wer über seine Grenzen geht, der kennt das sicher und ich kenne es auch nur zu gut, weil wenn du was Neues beginnst oder wenn du was beginnst, was groß werden kann, dann schleicht sich einfach immer wieder mal die Angst ein oder das alte Ich, sage ich immer ganz gern, das dich abhalten möchte, deinen Weg weiter zu gehen. Und dann tauchen einfach dann Zweifel auf und bin ich überhaupt richtig hier und mache ich das Richtige und bringt das überhaupt was? Und ich kann nur sagen, wir haben das nur zu gut erlebt und erfahren auf dem Weg, auf dem wir unterwegs sind. Du hinterfragst immer wieder, kann das wirklich so einfach sein? Hilft es wirklich den Menschen so, wie es dir selber geholfen hat? Und ich kann aus meiner Erfahrung sagen, jedes Mal, wenn ich wieder so einen großen Zweifel hatte, dann habe ich meinen Plan, den ich dir dann gerne erläutern möchte und den ich mit dir teilen möchte, angewendet. Und es ist wirklich jedes Mal ist dann vom Universum wieder ein Geschenk gekommen oder ein Anwenderfeedback oder irgendetwas Positives, was dich wieder bestärkt, darin diesen Weg einfach weiterzugehen. Und so habe ich mir eben durch die Erfahrung diesen Plan erstellt, den mein lieber Mann mir so schön aufgezeichnet hat. Ich wollte ihn da mal rein, kannst du den auch fotografieren, wenn du möchtest. Und zwar ist es so, du hast vielleicht einen Widerstand, einen Zweifel an deinem Weg, an deinem Projekt, das du vielleicht gerade verfolgst. Und dieser Widerstand äußert sich dann einfach in Gedankenspiralen oder du willst alles hinschmeißen und sagst, das bringt doch eh alles nichts und es gibt doch schon 100.000 Methoden und was weiß ich. Und der erste Schritt zur Veränderung ist hier die Annahme. Du nimmst einfach diese Zweifel, diese Gedanken, diese Gefühle, die auch hochkommen, die nimmst du an. Das ist leicht gesagt, ich weiß das, aber das ist der Schlüssel zur Veränderung. Du nimmst diese Gefühle an, du lässt sie da sein, die Gefühle wollen gefühlt werden, nimm sie an. Und dann danach, übernimm natürlich auch die Verantwortung für diese Gefühle, weil die entstehen ja aus dir, die entstehen durch deinen Prozess, durch deinen Weg. Und indem du die Verantwortung übernimmst und indem du sagst, ja, das darf da sein, das gehört auch zu mir, was auch immer das hervorgerufen hat, es muss mit mir zu tun haben. Dadurch nimmst du diesen Widerstand an und dann kann sich das einfach lösen, du kannst wieder weitergehen, du kannst auch dann wieder klarer denken und danach kannst du einfach eine Entscheidung treffen. Also du kannst entweder sagen, ja, ich kämpfe jetzt weiter dagegen an oder ich gebe mich dem hin, ich nehme es an, wie wir es oben schon gesagt haben, und dann triffst du eine Entscheidung. Du triffst eine Entscheidung, ich sage immer, ich entscheide mich für das Licht, ich entscheide mich für das Schöpferbewusstsein, ich entscheide mich dafür, ich nehme die Unterstützung vom Universum an, ich entscheide mich für mich, für mein höheres Selbst, für meinen Herzensweg. Hier kannst du dir mal überlegen, was für dich passt, welche Entscheidung für dich passt und dann schreibst du dir einfach mal so einen Notfallplan irgendwo ins Handy rein oder einfach diese Schritte aufschreiben und wenn du dann so einen Zustand hast, dann kannst du nach diesem Plan einfach vorgehen und am besten, wenn du dann diese Entscheidung getroffen hast, dann kommt sowieso ein anderer Gedanke hoch, dann kommt vielleicht hoch, hey Mensch, ich habe vielleicht schon lange keine Pause mehr gemacht,
ich könnte ja jetzt einfach mal was tun, was mir gut tut, was mir Freude macht. Zum Beispiel, ich back gern dann Plätzchen oder was weiß ich. Und dann bin ich schon gleich wieder in einer anderen Schwingung und in einer anderen Energie. Und dann kann dieser Widerstand nicht die, sagen wir, Katastrophe anrichten und dich da runterziehen und in die Negativspirale hineinziehen. Dann hast du es in der Hand, die Veränderung einzuleiten. Und du triffst die Entscheidung, du hast die Macht über deine Gedanken, über deine Gefühle, über deine Handlungen und kannst deinen Weg einfach weitergehen. Ja, das war's zum Notfallplan. Zum, ja, ist eine Art Notfallplan. Und wenn dir dieses Video gefallen hat, wenn du damit was anfangen kannst, wenn dich das inspiriert hat, dann freue ich mich unheimlich, wenn du mir einen Like da lässt. Und wenn du noch Fragen hast, kannst du gerne was kommentieren. Und schau dir gerne mal auch unsere Webseite an, www.trainyourbrain.shop. Hier haben wir tolle Sessions für deine Weiterentwicklung, für dein Wachstum. Und lass dich vielleicht einfach mal drauf ein. Das ist auch was, was du tun kannst, wenn du gerade in so einem Widerstand bist. Einfach so eine Session anhören. Ich danke dir für deinen Kommentar, deinen Like und wenn du kein Video mehr verpassen möchtest, dann abonniere den Kanal. Ich danke dir und wünsche dir eine wundervolle Zeit. Lass es dir hervorragend gehen. Bis bald. Ciao, ciao. Deine Alexandra.